Ja, ich begrüße Sie heute Abend und bewundere Ihre Durchhaltekraft. Ich hoffe, dass wir die auch Ihre Aufmerksamkeit auch jetzt in diesem Panel so gut konzentrieren können, wie das dem vorherigen gelungen ist. Sie sehen schon an meinem Bild den Titel Denken auf der Kippe, Notizen zur Kritik der kritischen Theorie der Frankfurter Schule. Und Sie sehen, mein Name steht auf den Schultern eines Riesen, nämlich Theodor W. Adornos. Und ein wenig über ihn möchte ich sagen. Vor allen Dingen deshalb, weil ich ja vorhin auch gehört habe, dass Adorno offensichtlich gar nicht mehr so weit weg ist. Er wurde heute vorhin zweimal genannt. Ich war nicht ganz einverstanden mit der Interpretation, aber darüber kann man ja noch mal debattieren. Und ich möchte Sie auf eine Reise mitnehmen, ins letzte vergangene Jahrhundert, auch mit einigen Bildern. Zuweilen werde ich etwas versuchen zu relativieren, beziehungsweise auch ein wenig aus der Perspektive der Ironie zu sehen. Aber dennoch glaube ich, dass es wichtig ist, sich mit der kritischen Theorie zu beschäftigen. Ich möchte dann darauf zu sprechen kommen am Schluss, warum wir das heute tun sollten. Unter der Perspektive Zukunft braucht Herkunft. Und eben das ist mein Ansatz hier. In unseren Tagen über die kritische Theorie der Frankfurter Schule zu sprechen, birgt gewisse Tücken. Immerhin wird ihr heute in der Fassung von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno eher unter Kennern, also in überschaubaren Zirkeln, Beachtung geschenkt. Also wäre darüber nachzudenken, warum wir uns an dieser Stelle gerade der kritischen Theorie noch einmal zuwenden und welchen Stellenwert wir ihr im Hinblick auf unser Tagungsthema zumessen wollen. Um sich den Antworten auf diese Fragen anzunähern, seien einige Aspekte zur Genese der Frankfurter Schule kurz rekapituliert. Die Ursprünge dessen, was Horkheimer und Adorno nach 1945 an der Frankfurter Universität unter dem Begriff der kritischen Theorie erarbeitet haben, reichen in die Zwischenkriegszeit zurück, als Felix Weil, Spross einer jüdischen Familie und Erbe eines Millionenvermögens, das Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main gründete. 1924 in einem Festakt eingeweiht, widmete sich das Institut zunächst unter dem Austromarxisten Karl Grünberg, dann ab 1930 unter dem gleichfalls aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie stammenden Max Horkheimer Fragestellungen im Bereich der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften unter der politischen Perspektive der Transformation der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. Unter dem Inhaber des Lehrstuhls für Sozialphilosophie, Max Horkheimer, sollte sich dann die Dominanz einer Soziologie etablieren, die sich dem interdisziplinären Denken weit öffnete. 1933 durch die Nationalsozialisten ins US-amerikanische Exil vertrieben und als Annex der Columbia University weitergeführt, sind einige der dem Institut assoziierten jüdischen Wissenschaftler 1950 ins kriegszerstörte Frankfurt am Main zurückgekehrt und 1951 in jenes Institutsgebäude eingezogen, das das Frankfurter Architekturbüro Alois Giefer und Hermann Meckler und nicht der mit dem damaligen Rektor Horkheimer befreundete Architekt Ferdinand Kramer entworfen hat. Links ist Horkheimer, rechts die bekannte Serie von unserem sich selbst bespiegelnden wunderbaren Adorno mit den schönen Augen. In diesen Räumen entwickelte sich dann jene sozialwissenschaftliche Forschungsstätte, die wir heute mit der kritischen Theorie der Frankfurter Schule und vorzugsweise mit Horkheimer und Adorno verbinden. Mit den Namen dieser sozialwissenschaftlich arbeitenden Philosophen
leuchten sodann all jene befreundeter Kollegen und Mitarbeiter auf, denen wir die literarisch anspruchsvollsten und elegantesten Texte zur Kultur der Moderne verdanken. Unter ihnen Siegfried Krakauer, Walter Benjamin und Herbert Marcuse. Auch die Weggefährten, wie der mit Horkheimer eng befreundete Sozialökonom Friedrich Pollock, eine ganz wichtige Figur in dem Zusammenhang, seit 1924 Mitherausgeber der großen Marx-Engels-Gesamtausgabe Mega, oder der Analytiker Erich Fromm sind in diesem Kontext zu nennen, ebenso die Philosophen Georg Lukács und Ernst Bloch. Sie alle, so nah oder fern sie sich auch politisch jeweils standen, einte das Analyseprojekt der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Krisen auf der Basis der Marx'schen Kapitalismuskritik, dass sie je auf ihre Art auch mit Sigmund Freuds Psychoanalyse des Unbewussten weitergehend zu begründen und vor allem zu aktualisieren suchten. Solche Theorienetze können in der Kürze hier nur angedeutet werden. Und so werde ich auch nur auf einige wenige Aspekte der kritischen Theorie in den Arbeiten Adornos beschränkt bleiben, denn heute sind es Adornos Schriften, die das, was kritische Theorie heißt, repräsentieren. Bin ich zu schnell für die Übersetzung? Ich hoffe nicht. Okay, danke. Ich sagte es bereits, Adornos kritisch-theoretische Schriften für Fragestellungen der gegenwärtigen Gesellschafts- und Kulturanalysen heranzuziehen, erscheint derzeit etwas gewagt. Nicht nur, dass wir uns dabei auf ein Sprachniveau einlassen müssen, das heute vermutlich noch viel weniger verstanden wird als damals, als Horkheimer Adorno die Verfeinerungen ihrer Gesellschaftstheorie in der Wiederbelebung des Instituts für Sozialforschung 1950 begannen. Auch die wissenschaftstheoretische Relevanz der kritischen Theorie wird ja spätestens seit den 1980er Jahren bestritten. Es war dann die Zeitschrift Neue Rundschau, die 1997 eines ihrer Hefte dem endgültigen Abgesang auf die philosophische Fragmentsammlung der Dialektik der Aufklärung unter dem Untertitel Glanz und Elend eines Buches widmete. Bereits im Umfeld der Postmoderne-Debatten in den 1980er Jahren diskreditiert, galt diese Schrift, die in den 1940er Jahren geschrieben worden war, inzwischen als fragwürdig, wenn nicht sogar als veraltet. Schon die ersten beiden Sätze waren derweil auf empörte Ablehnung gestoßen. Ich zitiere: Seit je hat Aufklärung im fortschreitenden Denken das Ziel verfolgt, von den Menschen die Furcht zu nehmen und sie als Herren einzusetzen. Aber die vollends aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen triumphalen Unheils. Soweit. Dieses düstere Requiem auf die Freiheits- und Emanzipationsversprechen des hellen Aufklärungsdenkens hat einer der wortmächtigsten Kritiker, der Medienwissenschaftler Umberto Eco, den wir als Schriftsteller kennen, 1984 nur noch als apokalyptisch ziselierte Beschwörungsformel rezipiert. Seitdem missfiel der nachmodernen Bewusstseinslage der Endzeitton des Werkes, das man in den Fängen der modernen Unheilsgeschichte selbst verstrickt und daher für befangen befand. Immerhin konzidierten die Herausgeber der Neuen Rundschau den Autoren Horkheimer Adorno, dass sie die Dialektik der Aufklärung unter dem Eindruck der Emigration in den Jahren des Exils in den USA, also in Zeiten geschrieben hatten, so zu lesen, die für Hoffnung nicht viel Anlass boten. Im amerikanischen Asyl zu machtlosen Zeugen der fabriksmäßig organisierten Massenmorde an den europäischen Juden verdammt und als Beobachter der durch Stalin öffentlich zelebrierten Terrorlogik von der Alternative eines humanen Sozialismus vollkommen desillusioniert zurückgelassen,
blieb daher der pessimistische Grundton der Autoren zwar für postmoderne Kritiker nachvollziehbar, aber eben darin auch historisch determiniert. Über diesen Sachverhalt sind sich Horkheimer, Adorno natürlich auch bewusst gewesen. Die Neuauflage der Dialektik von 1969 haben sie in diesem Sinne kommentiert und den zeithistorischen Horizont ihres Buches, das dann 1947 in Amsterdam erstmals erscheinen konnte, betont. Ich zitiere: Nicht an allem, was in dem Buch gesagt ist, halten wir unverändert fest. Das wäre unvereinbar mit einer Theorie, welche der Wahrheit einen Zeitkern zuspricht. An nicht wenigen Stellen ist die Formulierung der Realität von heute nicht mehr angemessen. Soweit Horkheimer, Adorno. Das Unheil hatte man damals im Ruinendeutschland noch vor Augen und wollte natürlich wissen, wie und warum es zustande gekommen war und offensichtlich weiterwirkte. Dass aber der Verstand ein Geschlecht hatte, hatte man so noch nicht bemerkt, ahnte aber, dass sich darin ein Machtverhältnis kundtat, ein Verhältnis, das die Autoren, Horkheimer, Adorno, dann im Kapitel zur Kulturindustrie weiter aufklärten. Hier konnte das Blut wahrlich in Wallung geraten, denn man verstand, dass die eigene Alltagswelt von Profitinteressen patriarchalisch dominiert war, wenn man las, und ich zitiere, die städtebaulichen Projekte, die in hygienischen Kleinwohnungen das Individuum als gleichsam Selbstständiges perpetuieren sollen, unterwerfen es seinem Widerpart, der totalen Kapitalmacht, nur umso gründlicher. Eben. Ein solcher Satz erklärte doch, was schon empfunden wurde, die Verheißung der florierenden bundesdeutschen Bauwirtschaft für ein unproblematisch sorgenfreies Leben als Geldmaschine. Jetzt habe ich so. Sie sehen hier diese Konsumkritik. Jetzt muss ich mal gerade weitermachen. Hier sehen Sie auf der linken Seite etwas, was auf den ersten Blick gar nicht so, was Sie wahrscheinlich auch gar nicht lesen können. Tut mir leid, die Abbildung ist nicht so toll. Sehen Sie etwas, was ganz interessant ist. Nämlich Sie sehen hier einen Mann in der Küche, der etwas tut. Der Text dazu sagt, wenn Männer in der Küche arbeiten würden, dann wären die Küchen zweckmäßig und wunderbar und überhaupt der ganze Haushalt rational, herrlich, zweckorientiert organisiert. Das ist das, was hier ist. Auf der rechten Seite, ich glaube, den Text können Sie selber lesen und der ist eine Illustration zu dem, was ich die Geldmaschine nennen möchte. Entsprechend präsentierte die Werbung eine harmonische Welt in hygienisch modernen Wohnräumen mit so überaus glücklich lebenden Hausfrauen, die in ihren Kleinwohnungen oder auch in Bungalows ihre glücklichen Familien so lange bewuschen und mit Fertigprodukten zeitsparend bekochten, bis der Arbeitsverstand in Gestalt des Ehemannes heimkam. Mit dem wirklichen Leben der Frauen hatte diese patriarchale Raumpolitik zwischen Kleinwohnung und Arbeitsalltag wenig zu tun. Die Hausarbeit wurde in einer 6-Tage-Woche nach einem 8-Stunden-Tag in der Verwaltung, der Fabrik oder auch in einem Design-, Architektur- oder Ingenieurbüro verrichtet, so lange, bis in den 1960er Jahren die Gewerkschaftskampagne »Samstags gehört Vati mir«, auch Mutti, immerhin einen reinen Hauswirtschaftstag bescherte. So folgte man den Argumenten der Autoren Horkheimer, Adorno mit Sympathie und las ihre Enttarnung des Kapitalismus, der alles unter den Profit subsumierte und in eine Kultur der totalen Gleichförmigkeit verwandelte, jedenfalls in Hinsicht auf das,
was städtebaulich-architektonisch geschah, mit wachsender Zustimmung. Kultur schlägt heute alles mit Ähnlichkeit, las man. Und an anderer Stelle? Die allenthalben emporschießenden hellen Monumentalbauten repräsentieren die sinnreiche Planmäßigkeit der staatenumspannenden Konzerne. Schon erscheinen die älteren Häuser rings um die Betonzentren als Slums. Und die neuen Bungalows am Stadtrand fordern dazu heraus, sie nach kurzfristigem Gebrauch wegzuwerfen wie Konservendosen. Interessant ist, dass in der Zeit tatsächlich die Altstädte in unseren Städten vergammelten. Und interessant ist auch, dass solche Bungalows, wie Sie sie hier sehen, derzeit gerade abgerissen werden. Man sieht das ganz gut zwischen Frankfurt und Heidelberg. Und doch regte sich bei aller Einsicht in die Vernebelungsstrategien der Kulturindustrie auch Widerstand gegen diese Unausweichlichkeit. Besonders dann, wenn Horkheimer Adorno das Betrugspotenzial an den wirklichen Bedürfnissen der Menschen mit den Produkten der amerikanisch geprägten Massenkultur identifizierten. Das galt für den Trick- und Spielfilm, die Jazzmusik und die Comics, kurz für alles, wofür das Synonym Hollywoods stand. Man las Donald Duck in den Cartoons, wie die Unglücklichen in der Realität erhalten ihre Prügel, damit die Zuschauer sich an die eigenen gewöhnen. Spätestens bei der Lektüre solcher Passagen wankte der Zuspruch. Denn wie konnten sie das anarchische Moment dieser unglücklichen Figur Donald übersehen, die dem Mainstream zur bedingungslosen Anpassung an die erdrückend positive Welt aus neuweltlichen Gutfiguren sich doch auch widersetzte? Wie konnten sie darüber hinaus in den Clownerien Charlie Chaplins nur ein Praxisfeld des puren Blödsinns erkennen? Das ist immer alles Horkheimer Adorno, ne? Immerhin las man nahezu zeitgleich in Henri Lefebvre's Kritik des Alltagslebens vom wunderbar begabten Barbaren Chaplin, der mit den alltäglichen Dingen seine Duelle ausfocht und dadurch die zuweilen unsinnigen Formen der bürgerlichen Konventionen der Lächerlichkeit preisgab. Warum waren für Horkheimer Adorno die Filme von Orson Welles nur Amüsierware, die, wie sie konzidierten, der Hausfrau immerhin im Dunkel des Kinos, denn doch für ein paar Stunden unkontrolliertes Asyl gewährten? Ihr also, wenn auch in der betrügerischen Welt des Scheins, die Ahnung von einem anderen als dem im prekären Arbeitsrhythmus eingetakteten Leben vermitteln konnten. Und wie hatten sie nur die Schönheit der frühen Schwarz-Weiß-Filme des deutschen Expressionismus, Fritz Langs Metropolis etwa, Adorno war mit ihm gut befreundet, der den Klassencharakter der modernen Industriestadt als Fabel zeigte, in einen Topf mit den wirklich schalen Hollywood-Produktionen werfen können. Zudem hatte man den ehemaligen Ufa-Regisseur soeben in Jean-Luc Godards Le Mépris auf der rechten Seite auf dem Dach der Villa Malaparte gesehen und darin die Verachtung des Nouvelle Vague-Filmemachers Godard für die Finanzmaschine Hollywood. Sogar das kritisch-theoretische Thema des, wie es bei Adorno Horkheimer heißt, stählernen Rhythmus der trostlosen Städte war, und damit meinten sie die eigenen, die Zeit, also die der 50er Jahre, 60er, war gerade in Godards Deux ou trois choses que je sais d'elle, zwei, drei Dinge, die ich von ihr weiß, mit wacher, an der Aufklärung als Massenbetrug geschulter Einfühlung verfilmt worden. Godards Bilderkomposition zur Lebenssituation der Verlassenheit einer jungen, schönen Frau in einer der neu gebauten Trabantenstädte im Weichbild von Paris durchdrang doch in der so noch nie gesehenen Erzähl- und Bilddramaturgie den Gleichklang der verdummenden Massenkultur Hollywoods und zeigte, dass die Köpfe nicht mehr so bedingungslos kulturindustriell zu besetzen waren. Diese schnitttechnischen Perspektiven des französischen Autorenfilms
hatten Horkheimer Adorno im amerikanischen Exil natürlich noch nicht gekannt. Aber sie hatten sie damals auch nicht für möglich gehalten. Und so ereignete sich, dass ihre argumentative Negativität, die den mit Kant in Aussicht gestellten Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit ein für alle Mal suspendiert zu haben schien, hinterrücks durch die Kippfigur der adornitischen Dialektik selbst abermals aufschien. Die Aufforderung des Immanuel Kant, man möge sich seines eigenen Verstandes mutig bedienen, und das geschah. Ich weiß nicht, ob Sie den Text links lesen können. Als Purzel gewahr wurde, wie wenig er im Leben bislang gemäß Kants kategorischem Imperativ gehandelt hatte, überkam ihn großes Wehklagen. Und das geschah. Als Rebellion gegen alles Normative, wie Jürgen Habermas später sagte, gegen alles Normative im Habitus. Adorno wird sich später darüber erfreut zeigen, dass Verliebte in der Öffentlichkeit der Straßen sich küssend zu sehen waren. Das gab es zu seiner Zeit noch nicht. Und es geschah als Wahrnehmungsschulung für die reale Welt, die von den Filmen Alexander Kluges entgegen aller kulturindustrieller Vereinnahmungen fortan begleitet wurde. Der Adorno vertraute Filmemacher, der übrigens jetzt gerade 80. Geburtstag feiert, explizierte den kantischen kategorischen Imperativ darin auf seine Weise nach der Maßgabe, und ich zitiere ihn, habe den Mut, dich deiner sinnlichen Gewissheit selber zu bedienen. Adorno ist, wie die befreundeten Siegfried Krakauer und Walter Benjamin, ein weitblickender Stenograf des politischen und kulturellen Scheiterns der bürgerlichen Welt Europas zwischen Freiheitsversprechen, Toleranz und Vernunft gewesen. Mit dem Freund Benjamin teilte er die Analyse des Ersten Weltkriegs als ungeheuerste Erfahrung der Weltgeschichte, mit der humanistisch geprägte Wertekanon gerade auch des deutsch-jüdischen Bürgertums unwiederbringlich vernichtet worden war. Und ebenso wie Benjamin, Moment mal, Entschuldigung, ich bin eins, Und ebenso wie Benjamin war sich Adorno darüber im Klaren, dass die im Umfeld dieser Katastrophe gleichsam therapeutisch gepflegten Erlösungstechniken, wir haben ja vorhin auch einige gesehen, zwischen Astrologie und Yoga-Weisheit, Christian Science und Chiromantie, lebensreformerische Beschwichtigungsformeln bleiben würden und bleiben müssten. Den zivilisationsgeschichtlichen Bruch, der sich im militärtechnischen Inferno des Gaskrieges als dunkle Seite der Aufklärung monströs ereignet hatte, konnten Praktiken dieser Art nicht heilen. So war auch Adorno mit Benjamin klar, dass man sich nach 1918 den neuen Tatsachen einer zunehmend technisch zweckrational organisierten Welt mit offenen Augen zu stellen hatte. Walter Benjamin hat diesen Erkenntnisauftrag 1933 in dem kurzen, essayistisch gehaltenen Aufsatz Erfahrung und Armut umkreist und mit der Arbeit des Bauhauses in Verbindung gebracht. Ich zitiere ihn. Hier und da haben längst die besten Köpfe begonnen, sich ihren Vers auf diese Dinge zu machen. Gänzliche Illusionslosigkeit über das Zeitalter und dennoch ein rückhaltloses Bekenntnis zu ihm ist ihr Kennzeichen. Mit Blick auf den verehrten Katerpoeten Paul Scherbart hat im Hinweis auf die verschiebbaren, beweglichen Glashäuser, wie Benjamin schrieb, des Adolf Loos und Le Corbusier, Benjamin Scherbarts Visionen von einer neuen Glaskultur und eines immer metaphorisch konstruierten Glasmilieus, das in seinem spurenlosen Purismus die Fähigkeit entwickeln könnte, wie er schrieb,
den Menschen vollkommen umzuwandeln. Und zwar durch Gestaltung auch. Diesen Traum Scherbars hat Benjamin als Schlupfloch aus der durch Traurigkeit und Mutlosigkeit gezeichneten Welt der Weimarer Jahre gerne aufgegriffen, der natürlich im Angesicht der Wirklichkeit, ach, ein Traum nur war und bleiben musste. Unter dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise von 1929 und in einer zunehmend durch Krisen und Katastrophen geprägten Welt, die den Mangel zu gestalten haben werde, könne man sich, so Benjamins Plädoyer, im Jahr der Machtübernahme der Nationalsozialisten nur auf jene Lebensentwürfe stützen, die die Alltagsorganisation, wie er schrieb, auf Einsicht und Verzicht gründeten. Dieser Gestaltungsansatz ist unter dem Begriff des Funktionalismus in den Jahren zwischen 1918 und 1933 im Bauhaus und anderswo ausprobiert und geprüft worden. Die Ergebnisse sind nicht unwidersprochen geblieben. Auf jeden Fall aber hatten sie gezeigt, dass die sachlich am Gebrauch orientierte Gestaltung der Alltagswelt das moderne Alltagsleben zwischen Lohnarbeit und Freizeit erleichtern würde. Adorno hat sich diesem Phänomen des neusachlichen Funktionalismus vor nahezu genau 50 Jahren während einer Tagung des Deutschen Werkbundes hier in Berlin noch einmal unter dem Titel Funktionalismus heute gestellt. Wie in den zwischen 1944 und 1947 geschriebenen aphoristischen Texten der Minima Moralia, in der sich ungemein fesselnde Beschreibungen der Habitusprägungen durch die spezifische Form alltäglicher Dinge finden, man muss es nur neu lesen, denke ich, hat sich Adorno in seinem 65 gehaltenen Werkbundvortrag noch einmal den Erscheinungsweisen der modernen Lebensführung gewidmet. Die Fragen aus der Minima Moralia aber behielt er bei. Was geschieht, wenn die Sachlichkeit die Menschen dazu anhält, sich untereinander selbst wie Sachen zu behandeln? Was geschieht in Gesellschaften, in denen die Ordnung der Zwecke lehrt, den Gebrauch der alltäglichen Dinge auf, wie er sagt, bloße Handhabungen von Apparaturen zu beschränken? Ich habe Ihnen hier dieses Beispiel aus der Weißenhofsiedlung gebracht, Marzdam. Bitte nehmen Sie das nicht for granted, das ist eine Situation gewesen, eine Ausstellung, also nicht wirklich Lebensumfeld und dadurch aber, wie ich meine, besonders deutlich zeigend das, worauf Adorno anspricht. Für Adorno war es klar, dass dieses verdinglichte Verhalten, das mit der Industrialisierung des Alltags schon dessen Automatisierung ankündigte, die Condition humaine bereits nachhaltig beeinflusst hatte. Bis in den Nervenhaushalt hinein strukturierten die profanen, zeitökonomisierten Alltagsverrichtungen das persönliche Milieu der Umgangsformen und regulierten derart versachlichend die allgemeinen Sozialisierungsprozesse innerhalb der Gesellschaft. Für seine Zeit, die amerikanisch geprägte, hatte Adorno in der Minima Moralia festgehalten. Statt den Hut zu ziehen, begrüßt man sich mit dem Hallo der vertrauten Gleichgültigkeit, denken Sie an Ihren Bäcker, und statt der in Briefen üblichen Usancen schickt man sich Anrede und unterschriftslose Inter-Office Communication zu. Soweit Adorno. Für den im bürgerlichen Habitusmilieu und Wien-Verehrer Adorno waren dies, wie er sagte, beliebige Symptome einer Erkrankung des Kontakts. Eine konkrete Erkenntnis, die der Freund Siegfried Krakauer in einem Brief 1951 pars pro toto als wohltätigen Schockeffekt im Lichte der Utopie begrüßte. Die Raummuster dieser tatsächlich kontaktärmeren, verhärteteren, modernen Lebenswelt identifizierte Adorno bald schon mit der Architektur des Wiederaufbaus, als man daran ging, Großsiedlungen wie
technische Objekte nach Fließmanier zu kitten, wie er schrieb, und Wohnungen als anonyme Massenprodukte für den Markt nach fordistischen Verfahren profitabel zu produzieren. Die Anfänge dieser Haltung hatte er in Ernst Mays Frankfurter Hausfabrik in den 1920er Jahren noch beobachten können. Aber damals hatte der leidenschaftliche Musiker Adorno, der nach Wien schaute, um Komponist zu werden, nur wenig Interesse für diese Alltagswelt der Bedarfssicherung gezeigt. Zum befreundeten ehemaligen Mitarbeiter Ernst Mays Friedrich Kramer, der als Baudirektor der Johann Wolfgang von Goethe-Universität die Eingangsfront des Hauptgebäudes des Jügelhauses, also Sie sehen die drei Phasen, vom noch kriegsverschonten erhaltenen barocken Beiwerk 1952 gleichsam funktionalistisch erlöst hatte, nahm er jedenfalls Abstand. Für Adorno zeigte sich in Kramers Arbeit ein Hang zum technokratisch-bürokratischen Funktionalismus, der die Sensibilität für erhaltenswerte Traditionen verloren habe. Zur Klärung dessen, was Funktionalität umfassen könnte, nahm Adorno daher in seinem Vortrag noch einmal auf das zwischen Tradition und Moderne angesiedelte Gestaltungskonzept des Wieners Adolf Loos Bezug und reflektierte die soeben neu sich formierende künstlerische Selbstermächtigung moderner Architekten, der er in dem 1960 veröffentlichten Buch Le Corbusiers Mein Werk begegnet war und das er gut studiert hat. Ganz geheuer schien ihm dieses Kunstbekenntnis des Architekten zwar nicht, wenngleich Adorno hier Tendenzen der kantisch geprägten zweckfreien Zweckerfüllung mit wohlwollendem Interesse aufscheinen sah. Schien sich im Schoß dieser Spielart des modernen Funktionalismus anzudeuten, dass die Architektur als fait social, was immer auch für die Kunst gilt, als fait social zugleich Raumbilder einer vom Verwertungsdruck befreiten glücklichen Gesellschaft würde entwickeln können, in ähnlicher Unabhängigkeit der Gestaltung, wie es die autonome Kunst vermochte? Oder kündigten sich hier die Vorboten einer neuen nachmodernen Ära an, die, wie Jürgen Habermas später urteilte, die ungelösten Probleme der Kolonisierung der Lebenswelt durch imperative verselbstständigte Handlungssysteme soeben entmachteten? Jedenfalls gab Adorno seinen Hörern vom Deutschen Werkbund eine Empfehlung. Wieder die zurückgestauten Instinkte der empirischen Subjekte, die in der gegenwärtigen Gesellschaft immer noch nach dem Glück im Winkel und allem erdenklichen Muff begehren, vertritt funktionale Architektur ein menschliches Potenzial. Menschenwürdige Architektur denkt besser von dem Menschen, als sie sind. Ich komme zum Schluss. Und abschließend möchte ich auf die, wie ich finde, prometheische Kraftanstrengung unseres Tagungsthemas zu sprechen kommen. Das ja mit der Frage, kann Gestaltung Gesellschaft verändern, auf die Möglichkeiten von Zukunftspotenzialen kreativer Gestaltung setzt. Ich möchte sie mit einem deutlichen Jein beantworten, mit jener Mischung aus Nein und Ja oder Ja und Nein, die zur Eindeutigkeit der Antwort erst führt, sobald man sich darüber im Klaren ist, was wir unter Gestaltung verstehen wollen und auf welch eine Welt und wo in dieser Welt und auf welch eine Gesellschaft denn eigentlich unser Wunsch nach Veränderung durch Gestaltung trifft. Betrachten wir zum Schluss also unsere kriselnde Welt im Umbruch unter dem Einfluss jenes Denkens auf der Kippe. Es war der jüdische Philosoph Wilhelm Flusser, der in den 1990er Jahren eine technisch dominierte moderne Lebenswelt diagnostizierte, in der nichts beim Alten bleiben würde. Heute, nach über 20 Jahren dieser Prognose, hat sich die Dimension der damals von Flusser angesprochenen Virtual Reality wesentlich erweitert und verfeinert,
ist marktgängig geworden und dominiert derweil unter der Anleitung neu gegründeter Informationskonzerne die digitale Ordnung der Welt. Längst haben sich sogenannte Virtual Design Prozesse in die Produktion der Dinge und in unsere Alltagsexistenz eingenistet. Was bislang durch Handarbeit oder mit Hilfe händisch zu betätigender technischer Apparate erledigt wurde, wird durch Arbeitsroboter oder im Internet der Dinge durch vernetzte Steuerungsprozesse ersetzt. Welche Verhaltensänderungen sich damit durchsetzen könnten, zeigen bereits veränderte Körperbilder und Habitusmodulationen, die unabhängig von der Bewegungsmechanik des menschlichen Körpers und ohne Anschauung seiner räumlich handfesten Realität die ihm eigene Bewegungs- und Raumerfahrung an virtuelle Welten koppeln. So scheint die Zeit für eine neue Existenzweise des Menschen gekommen zu sein. Entschuldigung. Die fern jeder Realität sich im virtuellen Raum geschützt wähnen kann. Aber, gab Sigmund Baumann kürzlich zu bedenken, wer sich in dieser Welt wie ein Fisch im Wasser fühlt, übersieht leicht den gähnenden Abgrund. Eben sind wir Zeugen dieser Abgrundwelt, die erlebt, wie der Kriegspoker rund ums Mittelmeer Menschen verdinglicht, die derzeit als Geldquelle, wenn sie Glück haben, überleben. Vor einigen Tagen lernten wir, dass das Asylbegehren von 71 Flüchtlingen, die der Zufall in einen Lastwagen bei Wien verschlagen hatte, in einem Vernichtungsraum auf 4 Rädern endete. So unbeschreiblich dieser Sachverhalt in seiner Monstrosität ist, so eindrücklich nachvollziehbar ist er später visualisiert worden auf der rechten Seite. Eine modellhaft abstrahierte Rekonstruktion des tatsächlich verfügbaren Raumvolumens von weniger als ein DIN-A3-Blatt Platz für den Standplatz eines winzigen, gebrechlichen Menschenkörpers, wie Benjamin das nannte, rekonstruiert die brutalen Fakten dieser Abgrundwelt, weil sie nicht aus der visuellen Abschottung, sondern aus der Realität zugewandten Augen die Lage der Dinge wahrnimmt. Und hat Alexander Kluge nicht davon gesprochen, man möge sich seiner sinnlichen Gewissheit mutig bedienen? Resümieren wir. Die Analytik der kritischen Theorie ist durch die Fundamentalkritik der Postmoderne ebenso wenig entsorgt worden wie die Denkfiguren der Dialektik der Aufklärung. Auch die im Kulturindustriekapitel vorgelegte Diagnose des ökonomischen Zwangs zur Ähnlichkeit ist bislang nicht wirklich widerlegt worden. Vielmehr zeigt sich heute im redundanten Repertoire der Handelsketten unserer innerstädtischen Durchgangszonen, vor allem aber in den peripher angesiedelten Gewerbebieten, mehr denn damals die bloße, unterschiedslose Einfalt. Hier sieht man jene Eigenschaftslosigkeit. Oben ist das Gebäude des BND soeben hier in Berlin fertig geworden. Das da unten brauche ich, glaube ich, nicht zu erklären, ne? Hier sieht man jene Eigenschaftslosigkeit, die Rem Koolhaas mit spitzer Feder attackierte und die in Citylagen den Zwang zum hohen Kapitalertrag realisieren hilft. In Opposition zu deren redundanter Banalität erzeugt derweil eine formal spektakulär erscheinende Computer-Aided Design-Architektur mit verwertbarem Aufmerksamkeitspotenzial den gleichen wirtschaftlichen Gewinn. In diesem Feld erhält dann der im Sprachbild des über den Wassern schwebenden Star-Architekten seinen herausgehobenen, renditeträchtigen Ort, der sodann vom Star-Philosophen gefeiert und ins Reich des Übermenschlichen erhoben wird. Aber auch sie sind, eingestanden oder nicht, Produkt des Räderwerks namens Kulturindustrie. Ich habe einen Nebensatz vergessen, für das Star-System Hollywoods nach wie vor das Vorbild gibt.
Inzwischen konkurriert ein blattgoldüberzogener kompakter Turm in Mailand mit der Bilbao-Ästhetik der Raumbrechung unter einer Titanhaut, und beide konkurrieren miteinander in dem Bemühen um Aufmerksamkeit. Gold sei billig, liest man derzeit. Warum könnten Augen, die sehen wollen, sehen? 30 Jahre nach dem Erscheinen der Dialektik der Aufklärung hat Michel Foucault aus der Position der Brüderlichkeit, wie er schrieb, gegenüber der Frankfurter Schule noch einmal die erhellende Funktion dieses kritisch-theoretischen Denkens betont. Henri Lefebvre, ein aufmerksamer Adorno-Leser, hat den jüdischen Philosophen dann 1981 als Verfechter einer konstruktiven Dekonstruktion kultureller Transformationsprozesse erkannt und damit als Vordenker einer Soziologie und Kulturwissenschaft, wie sie unter anderem durch Pierre Bourdieu entwickelt worden ist. Heute dürfen wir die neuen Realisten wie Maurizio Ferraris dazu zählen, wenngleich sich natürlich deren eigensinnige Positionen der Aufklärungskritik hinzugesellt haben. Die Methoden des Denkens auf der Kippe scheinen also immer noch zu greifen, und einiges, was man in der Dialektik der Aufklärung lesen konnte, ist ja von erschreckender Aktualität. So sollten wir die Frage, ob Gestaltung die Gesellschaft verändern könne, unbedingt kippen und wahrlich nachdenklich bedenken, ob nicht die Gesellschaft die Gestaltung verändert. Vielen Dank.